Von René Gatzke ist auf dem wöchentlichen Markt alles frischer. Jetzt flog der Schwindel auf. Der Passauer Neue Presse berichtet. Wiedergabe: Der Mann schrieb in einer öffentlichen Facebook-Gruppe: Meine Frau hat einen Würfelkäse zu einem Käsestand gekauft. In der Überzeugung, dass es etwas Besonderes gibt, um den Tag zu feiern. Der Preis von 7 Euro für das Glas hat sie überrascht, aber heutzutage kostet viel, viel, viel. Besonders dreist: Nach Angaben des Kunden hatte der Händler das vordere Etikett des 350 Gramm Glas. Auf der Bildanfrage kündigte Kaufland an, dass das Produkt in seinen eigenen Filialen derzeit 2,59 Euro kostet. Der Händler hat den Käse fast dreimal verkauft. Der Händler verkaufte diese Käsewürfel weiterhin in einem Glas 350 Gramm. Laut Passauer Neue Presse hat das verantwortliche Distriktbüro nun bestätigt, dass der erwähnte Käse von Kaufland erhalten wurde. Der Händler flog durch die Seriennummer, die sich noch auf dem Backlabel befand. Autorität: Betrug war legal, aber anscheinend ist der Stich legal. Das Bezirksbüro sagte, dieses Verhalten versteht den Verbraucher verständlicherweise. Aus einer Perspektive des Lebensmittelgesetzes ist es nicht zu beanstandet. Und weiter: Die Informationen über den Hersteller und den Inhalt der Gläser waren korrekt und daher nicht abgelehnt zu werden. Der Käse wurde auch nicht durch Informationen wie handgefertigt oder aus der Region beworben. Trotzdem, eine solche Praxis ist keine gute Sache, da wöchentliche Marktkunden normalerweise mit handwerklichen Produkten aus der Region berechnet werden. In Zwischenzeit hat sich der Händler freiwillig aus seiner Reichweite genommen und versichert, dass sich das Bezirksbüro nicht verkaufen wird, siehe in Zukunft nach Angaben des Bezirksbüros.